Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Thorsten an. Dieser hat über Wappelzündung geschrieben, welches er mit 5,0 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Ich möchte heute von meinen Wappelzündung-Erfahrungen berichten, welche ich nun schon seit 5000 Kilometern in meiner Samsung S50 B1 verbaut habe. Ich habe mir die Zündung bei Amazon gekauft. Dort war wirklich jedes erdenkliche Teil vorhanden, was man zum Umrüsten braucht. Das Komplettpaket findet ihr noch einmal unten verlinkt. Der einzige kleine Kritikpunkt war lediglich der Schwarz-Weiß-Schaltplan. Diesen findet man aber innerhalb weniger Sekunden bei Google in Farbe. Dass gerade hier beim Thema Wappelzündung viele Missverständnisse auftauchen, möchte ich zuallererst einmal die folgenden Fragen klären. Was ist eigentlich eine Wappelzündung? Diese Zündung ist ein Zwischending zwischen einer Samsung Serienzündung und einer REN-PVL-Zündung. Die Schwungmasse bei einer Wappel ist leichter als die der Serienzündung. In Kombination mit einer hohen Drehzahlfestigkeit entsteht ein geringes Leistungsplus. Was bringt eine Wappelzündung im Vergleich zum Original? Die großen Vorteile einer Wappel ist, dass es sich hier um eine komplette wartungsfreie Elektronikzündung handelt. Zudem sorgt sie für bedeutend mehr Lichtleistung. Hier werden einem 100 Watt versprochen, was gerade bei mir als Vielfahrer und Langstreckenfahrer besonders wichtig ist und auch ein großer Anreiz zum Kaufen war. Denn dann fährt man oft in der Dunkelheit. Zudem sorgt sie für viel bessere Lichtleistung, für viel mehr Sicherheit auf den Straßen, da man nicht nur besser sieht, sondern auch viel besser gesehen wird. Gerade die 6 Volt Blinker können manchmal Probleme bei der Sichtbarkeit bereiten. Meine Wappelzündung Review. Seitdem ich die Zündung eingebaut habe, bin ich maßlos begeistert von ihr. Meine Samsung springt beim ersten Kick sofort an und ich habe das Gefühl, sie läuft allgemein runder und einfach besser. Der Einbau war recht unkompliziert, selbst für mich als absoluter Elektronikneuling. Trotzdem sollte man hier mit besonders großer Sorgfalt und Vorsicht drangehen. Immerhin will man nichts kaputt machen. Ich kann sie wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen, besonders wenn man sowieso vorhat, sich eine neue Zündanlage zu kaufen. Ein großer Pluspunkt ist auch, dass ich seit dem Einbau und dem Einstellen nicht ein einziges Problem hatte, weil keine einzigen Verschleißteile in der Zündung von Wappel vorhanden sind. Bei meiner alten Unterbrecherzündung habe ich mindestens 3 Kondensatoren verballert und musste sie schon zig Male wieder neu einstellen. Ganz zu schweigen von den defekten Zündkerzen. Die Samsung S50 B1 fahre ich nun bereits seit 5 Jahren. Dieses Jahr im Frühjahr habe ich mich nun doch endlich für eine Zündung von Wappel begeistern können. Seitdem bereue ich es keinen einzigen Tag. Also wer ohnehin schon nach einer neuen Zündung sucht, dem empfehle ich die robuste 12 Volt Zündung aus dem Hause Wappel. Diese Zündung bezahlt man einmal im ganzen Dasein des Mopeds und dann nie wieder. Ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Entscheidung unterstützen. Liebe Grüße aus Magdeburg, euer Semifahrer 103. Wie immer gilt: Solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.